Und ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming. Und heute besprechen wir das soeben veröffentlichte Patch für den Farming Simulator Nummer 22. Und zwar schauen wir das uns im Detail an, was gebracht worden ist, was verbessert worden ist und was eventuell noch nicht verbessert worden ist. Also, wir haben heute das Update bekommen und damit gibt es nicht nur eine Verbesserung, Verbesserungen in den einzelnen Gameplay-Features, sondern es gibt auch neues Equipment. Das Schöne dabei ist, dass dieses Equipment kostenlos dazu gekommen ist. Ne? Einfach quasi als, sagen wir mal, Entschuldigung für die Bugs, die vorhanden waren, wurden uns einiges an Equipment kostenlos dazugegeben. Die schauen wir uns jetzt erstmal im Detail an. Als erstes schauen wir uns den Quad-Truck an, und zwar dieser hier. Der hat in der Standardausführung eine Leistung von 524 PS, ist lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 1170 Liter und 174 Liter DEF, eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h und einem Gewicht von 20,8 Tonnen. So, das ist die Standardausführung. Hier kann natürlich dann GPS hinzugefügt werden, falls das installiert ist oder halt nicht. Dann gibt es die jeweiligen Motorerweiterungen, und zwar einmal zu dem Quadtrac 500. Der hat dann eine Leistung von 558 PS. Den Quadtrac 540, der hat 613 PS. Der Quadtrac 580 hat 647 PS. Und der Quad-Truck 620 hat 692 PS. So, dann gehen wir gleich zum zweiten, der auf dem Hof gestanden hat. Und zwar ist es der etwas kleinere Road-Truck. Der hat in der Standardausführung 468 PS, ist auch lastgeschaltet, hat eine Tankmenge von 1287 Liter bei 174 Liter DEF, fährt 40 Stundenkilometer maximal und hat ein Gewicht von 19,1 Tonne. Dann haben wir auch hier größere Motorenmöglichkeiten. Und zwar haben wir zum einen den 470er, der ist 524 PS stark. Den Roadtrack 500, der hat 558 PS. Und das waren dann die Möglichkeiten bei dieser Ausführung hier. Als letztes der Dreier-Serie schauen wir uns den Steiger AFS in der Connect-Serie an, und zwar hat der hier in der Standardausführung 524 PS, ist auch lastgeschaltet, 1170 Liter Tankvermögen, 174 Liter DEF, 40 Kilometer Maximalgeschwindigkeit und 21,3 Tonnen. Der ist etwas schwerer als der Quad-Truck, den wir als erstes angeguckt haben. Hier gibt es auch natürlich verschiedene Reifenmöglichkeiten. Das ist Trelleborg, das ist Michelin, Continental, Mitas, BKT, Vredestein und das war's. Dann die Reifenvarianten gehe ich nicht im Detail durch. Das könnt ihr euch selbst dann durchsuchen. Bei der Motorausführung gibt es dieselben Ausführungen wie beim Quadtrac beim ersten, auch mit denselben Leistungssteigerungen und auch hier natürlich GPS, falls das installiert ist. Ja? Als weiteres gehen wir mal im Einzelnen durch, welches Equipment noch dazu gekommen ist. Und dann haben wir hier zuerst mal einen neuen Fabrikant, einen Hersteller, da ist das Abi Attachments. Und zwar haben wir davon zwei Flüssigkeiten-Tanks, und zwar Wasser. Und ich glaube, dies ist einfach ein bisschen so, um den Joskin zu erweitern, damit hier auch die Treibhäuser anders gefüllt werden können. Ja, da gibt es einmal die Ausführung 550 und die hat, da hat dann eine Füllmenge von 2082 Liter. Der 1600er hat 6056 Liter Füllmenge. Des Weiteren ist dazugekommen von Amazon das T-Pack U. Das ist das hier. Das ist ein Front- oder Zusatzgewicht. Das kann hinzugefügt werden in einer Fassung von standardmäßig 500 Kilo.
Und dann kann das hochgearbeitet werden von mit jeweils 100 Kilo Schritten zusätzlich bis maximal 700 Kilo. Das heißt, wir haben dann ein Zusatzgewicht von insgesamt 1,2 Tonnen. Des Weiteren ist von Bomtech hinzugekommen das Trackpack. Und zwar ist das ein Güllestreuer-Sprayer. Hat eine Arbeitsbreite von 18 Metern und bei einer maximalen Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h. Des Weiteren, was hinzugekommen ist, ist von Fliegel dieser Noah TTW 140 Anhänger, um Tiere zu transportieren. Ja? Der transportiert 6 Stück Rind oder Kuh, 13 Stück Schwein und 13 Stück Schaf. Das ist eine sehr schöne Ergänzung, weil bisher es entweder einen kleinen oder einen riesengroßen Hänger für den Tiertransport gegeben hat. Hier endlich ein Hänger, der so in die mittlere Klasse geht und auch direkt ohne Dolly von einem Trecker gezogen werden kann. Des Weiteren haben wir einen neuen Fabrikant auch wieder, und zwar Kongskilde. Davon haben wir 2 Schneidwerke oder Mähwerke für Gras bekommen. Einmal ein Frontmäher, Arbeitsbreite 3,5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 22 km/h und benötigt 95 PS. Dann haben wir das Schmetterlingsmähwerk bekommen, also für dein hinten anhängen zu hängen ist. Und zwar mit einer Arbeitsbreite von 12,3 Meter. Auch bei 22 km Arbeitsgeschwindigkeit und benötigt 200 PS. Und da haben wir verschiedene Arbeitsmodi. Das ist der Collector. Genau die beiden. Das heißt, der Collector, da gehe ich davon aus, dass der da ist, dass Gras direkt geschwadet wird. Dann bei Krone ist eine Ballenpresse hinzugekommen. Zum einen, und zwar ist das der Big Pack, die 1290er HDP. Braucht eine Leistung von 245 PS, arbeitet bei 17 km/h und macht alle 3 Größen von den Quaderballen. Ja? Zusätzlich zu dem kann auch noch ein Siliermitteltank hinzugefügt werden, so damit es auch bei den Silagenballen dann auch ein bisschen schneller geht, dass die Silage vergoren ist. Ein zweites Produkt, das von Krone hinzugefügt worden ist, ist dieser Anhänger, der Kipper. Das ist der hier. Bei einem Volumen von 52 Kubik, bei einem Gewicht von 11,5 Tonnen, einem Ladegewicht, Zuladegewicht von 22,5 Tonnen und kann auch mit verschiedenen Reifen ausgestattet werden. Zudem kann hier die Option hinzukommen, dass hier eine Abdeckung draufkommt, so dass es im Winter nicht reinschneit. Von Kuhn ist der Primor 15070 hinzugekommen. Das ist ein Einstreuer für Stroh in die Kuhställe, ja? Für die Kuhställe, damit der Boden mit Stroh bedeckt wird. Und zwar passen hier rein 2 Ballen, braucht eine Leistung von 100 PS und wiegt 5,4 Tonnen. Des Weiteren wurde ein weiterer Trecker von Landini hinzugefügt, und zwar die Serie 7 Robo 6. Und zwar ist das dieser hier. In der Standausführung hat die Serie 7 Robo 6 eine Leistung von 190 PS, ist manuell und lastgeschaltet, hat ein Tankvolumen von 320 Litern plus 52 Liter DEF. Maximalgeschwindigkeit bei 50 km/h. Wiegt 8,1 Tonnen. Reifenhersteller, die gewählt werden können, hier ist Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Bredestein und Nokian. Auch hier, wie immer, ich gehe nicht die ganzen Reifenvarianten durch, das könnt ihr selbst machen. Ja? Wir haben dann hier die Möglichkeit, den Frontlader hinzuzubauen, und zwar von Quickie und Hauer. Die Motorausführungen, die hier gegeben sind, ist einmal die 210 Robo 6, und zwar würde das dann auf 210 PS gehen. Die 230er Robo 6, die würde 225 PS geben.
und dann zurück zum normalen Standard. Ja, so, das sind diese Möglichkeiten hier. Und dann hier kann die Farbe ein bisschen geändert werden. Also man kann es entweder glänzend haben oder also metallic oder normal. Und die Felge schwarz oder weiß. Dann, des Weiteren haben wir von Samash, haben wir den Tornado 252 hinzubekommen. Und zwar ist das eine Schneeschleuder. Benötigt 90 PS, ist 2,5 Meter breit und arbeitet bei 10 km/h. So, und das letzte Gerät, was hinzugekommen ist mit diesem Patch, ist das Hydro Trike 5x5. Und zwar handelt es sich hier, so wo, wenn ich das korrekt verstehe, um einen Gülle- und Gärreste-Transporter. Ich weiß nicht, ob der selbst dann auch streut. Kann sehr gut sein, dass der dann auch gleich als Güllestreuer gilt oder dient. Ja, kann sehr gut sein. Ich bin da, hab's noch nicht ausprobiert. Die Standardausführung hier hat 530 PS, ist stufenlos geschaltet, hat 850 Liter Tankvolumen, 205 Liter DEF, arbeitet bei 40 km/h, hat ein Ladevolumen von 20 Kubik, ein Gewicht von 18,4 Tonnen und arbeitet, ach so, die Höchstgeschwindigkeit ist 40 km/h und arbeitet bei 20 km/h. Gut, dann haben wir hier die Möglichkeit von Trelleborg, Michelin. Und das sind die beiden Varianten. Dann Design gibt es hier einmal die Standardvariante und die Launch Edition. So, das sind die Geräte, die mit diesem Patch hinzugekommen sind. Okay, machen wir gleich weiter mit dem Changelog des Patches 1.2. Und zwar schauen wir uns die einzelnen Punkte im Detail an. Für die Aufträge gab es ja manchmal den Fehler, dass man den Auftrag nicht machen konnte, weil das falsche Gerät damit gegeben worden ist. Und hier, das sei korrigiert worden. Anpassung der Vertragsfahrzeuge, da einige die falschen Werkzeuge für die jeweilige Aufgabe hatten. Dann angepasste Preise für den Gebrauchtwagenverkauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt nach oben oder nach unten korrigiert worden ist. Das werden wir dann sehen. Angepasste Reparaturkosten. Ich hoffe, dass die nach unten korrigiert worden sind, weil das war ja bisher eigentlich im Spiel fast nicht tragbar, da auf zum Beispiel in der harten Einstellung, der schwierigen Einstellung zu spielen, weil einfach die Reparaturkosten so horrend hoch waren, dass man kaum Schritte vorwärts gemacht hat. Der Ridge-Marker an Seemaschinen wurde angepasst, damit keine Sterne mehr umgegraben werden. Das habe ich selbst nie erlebt, aber schön, dass es korrigiert worden ist. Die Anzeige der Tageszahlen wurde geändert. Hat mich bisher nicht gestört, aber schön, wenn es gemacht worden ist. Die Anzeige der Preisschwanken wurde geändert, sodass nun die aktuelle Preisentwicklung der letzten 12 Monate angezeigt wird. Ja, das ist richtig. Also zum Teil ist es nicht sehr übersichtlich gewesen, wie die Preisschwankungen angezeigt worden ist. Und auch gab es extreme Fluktuationen von einem Monat auf den anderen. Also wirklich extreme Fluktuationen, die fast nicht realistisch waren. So, dann werden wir das sehen, wie das sich im Spiel entwickelt. Ein Problem wurde behoben, bei dem die KI-Arbeiter nicht in der Lage waren, Flüge korrekt zu benutzen und zu wenden. Es wurde ein Problem behoben, bei dem geleaste Maschinen für einen Auftrag nach der Annahme verschwinden konnten. Habe ich auch nicht gesehen, aber schön, wenn es korrigiert worden ist. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Aufnehmen von Objekten als Kunde im MP zum Absturz des Spiels führen konnte. Kann ich auch so nicht bestätigen, aber schön, wenn es korrigiert worden ist. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spielen mit einer benutzerdefinierten Saisonlänge zu Problemen bei Wettervorhersagen oder unbestimmten Regen und Schnee führen konnte. Schön, wenn das hier auch erkannt und korrigiert worden ist. Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Aufträge nicht abgeschlossen werden konnten. Das ist korrekt, also bei gewissen Aufträgen konntest du alles ernten, alles abliefern und trotzdem konnte der Vertrag nicht abgeschlossen werden. Das hat wahrscheinlich damit zu tun gehabt, mit dem Stroh, das auf dem Feld lag.
Ich kann es nicht im Detail sagen. Auf jeden Fall, es ist schön, dass es hier geändert worden ist und hoffen, dass wir jetzt dann erfolgreiche die Ernteaufträge abschließen können. Des Weiteren wurde das Problem behoben, dass bei dem der KI-Mitarbeiter bezahlt wurde, ob schon das Spiel pausiert war. Ja, das habe ich auch gelesen in gewissen Foren, dass trotzdem das Spiel gepausiert worden ist, der KI weiter kassiert hat. Des Weiteren wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel auf gewissen Intel-GPUs, also Intel-Grafikkarten, nicht gestartet werden konnte. Das habe ich auch des Öfteren gelesen, dass Leute sagten, dass es nicht gestartet werden konnte. Schön, dass schnell darauf reagiert worden ist und dass dies behoben werden konnte. Super, danke. Des Weiteren wurde ein Problem behoben, bei dem die Verwendung von DLSS zu einigen Ghosting-Artefakten führen konnte. Des Weiteren wurde auch ein Problem behoben, bei dem die Verwendung von DLSS auf unterstützten Karten zu einem schwarzen Bildschirm führen konnten. Dann kommen wir hier zu einem anderen Punkt, der sehr oft zur Verzweiflung führte. Und zwar ist das dieser Big Bike-Heber gewesen, der zum Teil das Spiel zum Absturz brach und auch rumgespackt hat. In dem Falle schön, dass es hier korrigiert worden ist. Ein Problem wurde behoben, bei dem Fahrzeuge beim Zurücksetzen dupliziert wurden. Konnte ich, glaube ich, nur einmal sehen. Trotzdem konnten die Fahrzeuge, glaube ich, auch nicht zweimal verwendet werden. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Tiere durch die Gegend liefen, obwohl sie es nicht sollten. Ja, das ist, glaube ich, beim einen Schweinestall so gewesen, dass die Schweine, egal ob schon, dass die Abgrenzung da war, dass sie da trotzdem außerhalb des Stalls rumgerannt sind. Das ist auch gut, dass es hier gefixt wurde. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Kartenfilter-Overlays den Status muss gepflügt werden und muss gekalkt werden, nicht korrekt angezeigt wurde. Und das ist wirklich tatsächlich ein bisschen mühsam gewesen, dass einfach die ganze Karte nur gepflügt werden musste. Das heißt, nicht nur die Felder, das war nicht auf die Felder beschränkt, sondern direkt auf der ganzen Karte. Dasselbe mit dem Kalken. Schön, dass es hier korrigiert worden ist. Das Einkommen von Placeables wurde korrigiert, damit es pro Jahr konsistent ist. Es wird nun als Einkommen pro Monat angezeigt. Okay, das waren, glaube ich, so die Einkommen von Solarzellen und Windräder und so weiter, ja. Probleme bei der Entleerung von Bunkersilos ist behoben worden. Das wird eine ganze Menge Leute freuen. Vor allem die mit den Fahrsilos gearbeitet haben und dann jeweils ein Rest nicht entfernt werden konnte. Also zum Teil fast, glaube ich, bis zu 30-40% konnte nicht entfernt werden, musste das Silo abgerissen werden, neu gebaut werden. Schön, dass es behoben worden ist. Dann können wir jetzt die Ballenpressen wieder verkaufen. Die Darlehenszinsen werden jetzt über ein ganzes Jahr festgelegt. Dunghaufen und Dunghaufenerweiterungen sind korrigiert worden. Das heißt, sie funktionieren jetzt so wie erwartet. Das heißt, auch Dünger wird oder Mist wird wieder hergestellt. Das Rücksetzen von den Season-Sammelobjekten nach dem Einsammeln aller Objekte ist behoben worden. Das heißt also, man konnte im Prinzip die ganzen Objekte mehrfach einsammeln, wenn man alle gefunden hat. Das ist gut. Das ist auch so, das finde ich auch schon, dass man das nicht wieder macht. Das heißt, man konnte einmal jedes Objekt sammeln und dann war das damit auch erledigt. Der Entladeeffekt bei den Rostelmasch Nova Röhre behoben. Da habe ich keinen Fehler entdeckt. Ich selber, weil ich den nie gefahren bin. Schön, dass es behoben worden ist. Die Verwendung von Saatgut bei der Direktsaat von Gras ist behoben worden. Das ist richtig cool, weil wir konnten, mag mich erinnern, dass wir auf unserem Multiplayer-Server mit dem Überladewagen während des Besehens des Feldes mit dem Überladewagen direkt in die Saatmaschine rein gefüllt haben, weil eine Länge schon, auf jeden Fall sehr schön, dass es hier geändert worden ist, korrigiert worden ist. Dann kann man endlich wieder mal mit einer normalen Direktsaatmaschine auch arbeiten. Verkaufspreise und Preisschwankungen sind behoben. Okay, das werden wir dann sehen. Vertauschte Felder und Feldnummer auf der Elm Creek-Karte ist behoben worden. Das ist in Ordnung, das ist auch gut so. Behoben, dass die hinteren Paddle-Tasten bei der Logitech G92 auf der Xbox nicht richtig gebunden sind.
So, das Wachstum von Bäumen ist nun unabhängig von der Länge eines Monats gleich. Also das heißt, es wird konstant. Also das Wachstum der Bäume ist konstant. Na, jetzt. Verschiedene Probleme mit manuell geschalteten Traktoren behoben worden. Ich habe kein Problem festgestellt, aber schön, dass es korrigiert worden ist. Dann, die Mähdrescher-Schneidwerke sind korrigiert worden, so damit sie auch auf abschüssigem Terrain korrekt funktionieren. Habe ich auch nicht gesehen, diesen Fehler, aber schön, dass es korrigiert worden ist. Das Laden von Baumwollballen sei verbessert worden, auch schön. Das Fahrverhalten von mehrachsigen Lastwagen ist verbessert worden. Das heißt also, wir können jetzt auch die US-Trucks fahren, ohne dass da ohne dass es ewig dauert, bis wir eine Kurve genommen haben. Also sehr schön. Verbessertes Palettenhandling und Leistung. Also, das ist schon mal eine große Erleichterung. Also wenn es besser geworden ist, das Handling von Paletten und auch die Leistung, das heißt, die nicht so viel Leistung nehmen, wenn ein Hänger mit 100 Paletten durch die Gegend fährt. Wenn das richtig jetzt funktioniert, dann können wir richtig loslegen und macht dann auch Spaß dabei. Die Hilfetexte seien korrigiert worden. Die haben mich eigentlich nicht gestört gehabt. Geringere Kosten für KI-Mitarbeiter in allen Bereichen, das ist auch richtig. Also KI waren ziemlich teuer. Arcusin Multipack, die 14 Ballen Entlagerung ist behoben worden. Ich glaube, der Arcusin, das ist dieser Mini-Ballenpresse da, die die Babyballen macht. Habe ich nur noch nicht gebraucht. Daher, aber es ist schön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hier kann man ganz klar sagen, Giants hat zwar ein bisschen gedauert, bis es jetzt herausgekommen ist. Es sind jetzt drei Wochen seit Erscheinen. Sie haben auf der Community gehört, also sie haben einige der ganz wichtigen Probleme beheben können. Fände ich sehr, sehr gut. Gut, dann machen wir weiter. Was ist neu hinzugekommen? Die ModHub-Screenshots können nun vergrößert werden, wenn die Mod-Details angezeigt werden. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Gebäude von allen vier Farmen der Karte Elm Creek zu entfernen. Okay. KI-Unterstützung für rückwärtsfahrende Traktoren, vor allem Vario 900 und Valtra Valmet A8750 wurde hinzugefügt. Also das heißt, anscheinend konnten die Traktoren überhaupt nicht rückwärts fahren. So, bei den Placeables sind hinzugekommen Wohnwagen, eine alte Scheune. Des Weiteren wurde die Option zur freien Platzierung hinzugefügt. Also das ist schon mal sehr cool. Das war immer jetzt ein Mod, dass er das hinzugefügt hat. Aber jetzt gibt es die freie Platzierung vom Standardspiel. Das ist cool. Es wurde eine Option für den höheren Treibstoffverbrauch hinzugefügt. Also das heißt, im Standardspiel im 19er konnte man sagen, wie hoch der Treibstoffverbrauch sein soll. Das war beim 22er weg. Jetzt soll es angeblich wieder funktionieren oder wieder da sein. Ach, auch das hier ist eine große Option, die hinzugekommen ist. Also beim Platzieren von Reben und Oliven ist es immer eine fusselige Arbeit gewesen, die wirklich parallel zu platzieren. Jetzt ist hier eine parallele Einrastfunktion hinzugefügt worden, was das Hinzufügen und das Aufstellen von Reben und Oliven einfacher machen soll. Und dann ist es auch das Verhaken beim Durchfahren durch die engen Gassen da kein Problem mehr. Hervorragend. Ertragspotenzial und Empfehlung für Unkrautentfernungswerkzeug zu den Feldinformationen hinzugefügt. Also ich verstehe das so, dass man jetzt im Prinzip dann auch sehen kann, wie der Impact oder die Auswirkung eines gewissen Werkzeuges auf das Ertragspotenzial ist, wenn es um die Unkrautentfernung geht. Ja? Das ist das, was ich verstehe. Das Nummernschild auf der Erlengrad ist jetzt vollständig anpassbar. Okay, wunderbar, schön. Und dann kommen die Punkte, wo man gehofft hat, dass sie auch korrigiert werden, aber das wird dann wahrscheinlich im nächsten Patch dann kommen. Und zwar ist hier, das ist der Abschnitt, die bekannten Probleme.
Und zwar, Laub in der Ferne kann auf bestimmten Hardware-Konfigurationen zu seltsamen Farben flackern. Das kann ich nicht bestätigen, aber schön, dass es erkannt worden ist. Zufällige Abstürze beim Anheuern von KI-Arbeitern. Okay, das ist, wenn das zufällig ist, dann müssen sie natürlich wahrscheinlich noch herausfinden, was denn dies hervorgeführt hat. Dann gelegentliche Grafikfehler bei gefällten Bäumen mit bizarrer Darstellung. Das kann ich nicht bestätigen, ich bin nicht der Forstwirtschaftsbauer. Gelegentliches Problem, bei dem das Drücken der A-Taste auf der Xbox nicht zum Betreten des Fahrzeugladens führt. Der Vertragsbonus ist zu hoch. Genießen Sie ihn, solange er anhält. Das ist richtig. Also bei den Ernteaufträgen ist es bis jetzt so, dass man 60% des Ernteertrages abgeben muss. Und damit ist der Vertrag erfüllt. Ich wünschte mir da auch definitiv, dass es ein bisschen mehr ist. Und zwar vielleicht 75% oder sogar 80%. So muss, ist es halt einfach zu einfach, dann wirklich quasi fast die Hälfte des Ernteertrages ist dann für die eigene Tasche. Ist ein bisschen unrealistisch, ist ein bisschen hoch. Daher definitiv schön, dass es erkannt worden ist. Und ich kann es kaum erwarten, dass es dann auch umgesetzt und hinzu oder geändert wird, ja? Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Das war's auf jeden Fall mal zu diesem Patch. Bitte fügt doch eure Gedanken unten in die Kommentare rein. Ich bin begeistert darüber, dass The Giants es trotzdem, trotz der massiven Kritik, es fertiggebracht hat, innerhalb von knapp vier Wochen nach Erscheinen des Titels ein umfassendes Patch zu bringen. War's hoffentlich auch für viele Spieler die Spielfreude wieder zurückbringt. Ob es und in welcher Form es wirklich dann etwas nützt, das wird sich in den nächsten paar Tagen zeigen. Ich sage Dankeschön. Falls ihr denkt, dass dieses Video euch gut informiert hat, dann lasst doch bitte den Daumen da. Holt euch das Abo ab, falls ihr weitere Beiträge in diesem Kanal nicht verpassen wollt. Und natürlich die Glocke wäre da auch passend. Ganz, ganz herzlichen Dank. Tschüss, auf Wiedersehen, adieu und au revoir.